So schön konnten wir ihn bisher nur einmal filmen. Der Mäusebussard. Es gibt Jahre, da sehen wir sie oft, gibt ja. Es viele und dann gibt es wieder Jahre, da sind es nur wenige. Das hängt vielleicht mit der Brut, mit dem Bruterfolg zusammen. Oder ne? Mit den Anzahl Mäusen. Der Anzahl Mäusen, aber ja. Sie sagen bei uns, es sei der häufigste Greifvogel. Und sie schätzen so etwa 20.000 Paare. Und hier eine schöne Schmeißfliege. Genau. Es sind Nützlinge, oder? Ja, sie sind die Putzkolonnen in der Natur. Da sie Aas fressen und tote Tiere. Aas ist meistens tot, oder? Ja, stimmt, ja. Also in der Regel schon. Ja, gut, genau. Es gibt vielleicht auch solche, die riechen so, als ob sie tot wären, sind aber noch lebendig. Aber das sind hauptsächlich die Larven, die das machen, die erwachsenen Fliegen, die ernähren sich von Pollen und Nektar. Ja, sie haben einen Saugrüssel. Einen großen Rüssel. Ja. Was sind das für zwei Kellen, die sie da vorne hat? Weiß ich nicht. Aber sie sind natürlich nicht beliebt bei uns, diese Fliegen. Und warum? Ja, eben weil sie Eier legen auf Fleisch oder solche, auf Lebensmittel. Ah. Und das wird dann mit der Zeit ungenießbar. Ja, klar, mit den Larven. Ja. Ja. Aber wenn man das Fleisch nicht herumliegen lässt, offen, ja, dann ist es kein Problem. Nichts, ja. Hier kommt eine Riesensache. Ja? Genau. Das heißt, sie sind sehr klein. Wie groß sind sie? Die Arbeiterinnen, die sind bis 9 mm und die Männchen bis 11 mm. Die rote Wegameise oder Waldameise. Ja. Es gibt verschiedene Arten, oder? Ja, bei uns gibt es etwa 6 Arten. Und die einen sind ein bisschen größer, die anderen ein bisschen kleiner. Aber sonst schwierig zu unterscheiden, ja, für Laien. Ja, ja, ich kann sie nicht unterscheiden. Sie bauen Bodennester oder auch, dort haben sie gerade ein Nest in einem Baumstrunk angelegt. Ja, aber auch im Boden und das sind dann diese riesigen Bodenhaufen, die man sieht ab und zu im Wald. Mhm. Also auf dem Boden oder unter? Beides. Sie haben einen Teil des Nestes, kann auch im Boden sein. Und auch über dem Boden so richtige Ameisenhaufen. Mhm. Und in diesem Haufen kann das Volk bis zu 1 Million groß sein. Ja, da kennt sich nicht jeder. Ja? Nein, kaum. Und sie ernähren sich von allem Möglichen, wie man sieht. Ja? Hier ist das vermutlich ein Birkensamen. Ja, ich weiß nicht, was sie daraus nehmen. Vielleicht das Harz oder wozu oder zum Nestbau. Ja, weil eigentlich ist der Samen ist draußen. Ne? Ja, weil eigentlich fressen sie ja Insekten, Raupen und sind sie auch Honigtau. Die hat eine Riesenaufgabe hier. Ja. Also das ist
Samen oder diese Samenhülse ist widerspenstig. Und sie ist ganz alleine unterwegs hier. Ja, aber mit einem riesen Willen. Also sie gibt nicht auf. Und sie werden noch ziemlich alt, also die Arbeiterinnen 1 bis 5 Jahre. Und eine Königin, die kann sogar bis zu 20 Jahre alt werden. Ja, anständig. Ja. Deshalb wird das Volk dermaßen zahlreich. Ja. Ja, das verhakt sich überall immer wieder. Aber an ein Aufgeben ist nicht zu denken. Sie sind auch sehr wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Mit ihren Nestern, das verbessern sie den Boden. Sie locken den Boden auf. Dann verbreiten sie Samen. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Sie sind auch Nahrung für andere Tiere. Insekten, zum Beispiel für die Ameisensackkäferlarven. Aha. Oder auch für Tiere, ja, für den Grünspecht. Ja. Dann pflegen sie auch Blattlauskolonien. Aber das ist jetzt ökologisch nicht unbedingt. Ja doch, das gibt Honigtau für die Bienen und dann gibt es mehr Honig. Dann geht es den Bienen besser. Diese hier hat eine Larve. Oder eine Puppe. Es ist eine Puppe von irgendetwas, von einer Fliege vielleicht. Inklusiv kleiner Stock. Ja, diese haben eine Raupe erwischt. Ja, das müssen sie zu zweit oder zu dritt, die ist so groß. Sie sind enorm kräftig, diese kleinen. Ja, ja. Krabber. Aber das war schwierig, ein scharfes Bild zu erhalten, ja. Weil sie immer so in Bewegung waren. Ja. Ja, genau hier. Man hofft natürlich, dass sie ihn jetzt heraufbringen in die Schärfe, aber jetzt geht er auf die andere Seite weg. Oh, und sie, schau mal, die rechts unten reklamiert. Ja, ja. Es gefällt dir nicht, die Fotokamera. Nein, das ist unerwünscht. Ah, das ist eine Streifenwanze, die sie da abschleppen möchte. Ja. Aber die Wanze wehrt sich noch, das heißt, sie klammert sich fest. Ja. Ja, da sehen wir, wie die Flügel natürlich abmontiert werden. Vielleicht wurde die andere Wanze auch von Ameisen traktiert. Das kann sein. Mit einer rechten Gewalt. Bei uns wurden diese Ameisen übrigens schon 1966 unter Schutz gestellt. Weil sie eben ökologisch so wichtig sind. Ja, aber selten sind sie eigentlich nicht. Nein, das aber nicht. Aber man darf die Ameisennester nicht zerstören. Ja, genau. Ja. Ja, also wenn man so einen schönen Haufen sieht, muss man. Sie sind sehr selten bei uns, ja. So Ameisenhaufen. Ja, jetzt hier
reißt ihm jetzt wahrscheinlich fast den Flügel ab. Da. Schon brutal, ja? Ja. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.